Ja Leute, willkommen zurück zu Mass Effect 3. Beim letzten Mal haben wir eine sehr schöne Trauerfeier abgehalten für Thane. Und Kolyat, Thanes Sohn, hat in den Aufzeichnungen seines Vaters alte Videonachrichten gefunden, die er uns schicken wollte. Und die hören wir oder gucken wir uns jetzt mal an. Shepard, ich sollte dir wohl für meine Freiheit danken. Es war richtig, die Normandie zu verlassen. Es war traurig, dass unsere Crew getrennte Wege ging. Aber besser als in einem Verhörraum der Allianz Fragen zu beantworten. Hoffentlich geht es dir gut. Was mich angeht, ich bin in ein Apartment auf der Citadel gezogen, in der Nähe von Kolyat. Mein erster Anfall hat ihn ziemlich verängstigt. Ich erspare dir die Details. Es schien zunächst dramatisch zu sein. Aber im Vergleich zum Omega-Portal war es ein Kinderspiel. Jedenfalls viel Glück, dass die Allianz auf dich hört. Wir bleiben in Kontakt. Shepard, falls du geantwortet hast, ich habe nichts bekommen. Wahrscheinlich wird die Kommunikation mit jemandem wie mir zensiert. Das Ironische ist, dass ich keine Gefahr mehr darstelle. Ich zahle sogar Steuern. Denn wenn ich es nicht tue, kann ich es auch nicht von Kolyat erwarten. Es geht ihm besser. Er hat keine Freundin und ist jähzornig. Aber er hat einen Job und macht keine krummen Sachen. Er meint es ernst mit seiner Veränderung. Sie hat ihn mehr gekostet als ein paar Freunde. Antworte bitte, falls möglich, Shepard. Aus den Nachrichten erfahre ich nicht viel über dich. Ich habe versucht, diese Nachricht mit einer falschen Identität durchzubringen. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Es gibt gute und schlechte Nachrichten. Die gute ist, dass Kolyat und ich ein paar Tage auf der Erde waren. Licht im Schatten ihrer Augen. Schrilles Zwitschern hört auf. Ich scanne den Boden. Zwei kleine Körper ineinander gekrallt. Verzeihung. Also, wir sahen einen wunderschönen Sonnenuntergang in New Mexico. Und einen Skorpion, der eine Grille fraß. Du hättest dabei sein sollen. Und die schlechte Nachricht. Ich wurde ohnmächtig. Kolyat hat mich überredet, im Huerta-Krankenhaus auf der Citadel zu bleiben. Bis auf Weiteres. Ich will nicht im Krankenhaus sterben. Aber da sind nun mal die Ärzte. Und Kolyat. Ich liebe ihn. Also muss ich ihm vertrauen. Leb wohl, Shepard. Ich sage es jetzt, falls ich es später nicht mehr kann. Leb wohl, Thane. Okay. Da hat er uns noch mal ein bisschen geschildert, wie es eigentlich dazu kam, dass er dann letztendlich, dass wir ihn letztendlich immer im Huerta-Krankenhaus angetroffen haben. Ja, so ein. Hat so einen kleinen erklärenden Faktor, diese Videobotschaften haben, nicht hat. Diese Videobotschaften hat einen erklärenden Charakter. Frage. Einladungen versenden oder uns erstmal mit den Leuten treffen draußen. Kann ich auf die Karte lunsen? Hier gibt es keine Karte. Ich möchte erst nochmal raus. Ich glaube, die fiese Party feiern wir später. Die fiese 100 Credits Party. Dann können wir nämlich hier jetzt nochmal gucken, wo sich die Leute alle mit uns treffen wollen. Es waren ja einige. Ich weiß gar nicht, wie viele. Vier? Drei? Vier? Ich weiß nicht. Cortez, Jack, Cortez und Jack nur? War nicht noch? Ach nee, stimmt. Yara wollte ja, oder war im Zimmer bei uns, im Apartment. Rapid Transit, direkt hier vorne ist Lieutenant Cortez.
Willkommen an Bord, Shepard. Hallo. Also, wohin fliegen wir? Aktiviere externe Kameras. Ich wusste nicht, dass es hier virtuelle Fenster gibt. In diesem Vogel gibt's viel, was keiner kennt. Was soll das denn heißen? Vor den Masseneffektfeldern gab es keine Trägheitsdämpfer. Und? Es geht los. Wow. Das ist unverfälschte Eigendynamik. Die volle Ladung gefällig? Nur zu. Man sieht, ein paar G sind gar kein Problem. Früher trugen Piloten Anti-G-Anzüge, die durch Druck dafür sorgten, dass das Blut bei riskanten Manövern im Kopf blieb. Ich trug in meiner Trident immer einen Anti-G-Anzug. In Jägern leitet man oft Energie aus den Trägheitsdämpfern in andere Systeme. Es ist sicher schöner, einen Jäger zu fliegen, als ein langweiliges Shuttle. Aber nein, ich bin ja nicht irgendein Shuttle-Pilot. Ich bin dein Shuttle-Pilot. Ich will nichts anderes. Auf dem Boden, mit der Waffe in der Hand, bist du unbesiegbar. Aber wenn wir eine LZ anfliegen, bist du nur ein Soldat. Verletzlich. Du kannst nichts tun, wenn man uns abschießt. Dich lebend auf den Boden zu bringen, ist eine Verantwortung, die ich nicht abgeben kann. LZ ist vermutlich die Landezone, gehe ich mal von aus. Es ist gut, dich zu haben, Steve. Jederzeit, Shepard. Na, da hatten wir eine kleine Tour mit dem guten Steve Cortez. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch zu Armax. Denn hier will sich Jack mit uns treffen. Ich kann's kaum erwarten. Schuppdiduppdidu. Hm. Ja, da hinten auf Jack warten. Hey, schön, dass Sie da sind. Wir sind gleich dran. Was? Was? Na, als hätte man nicht damit rechnen können. Jetzt muss ich Jack auch noch skillen. Das mache ich jetzt einfach mal. 30% mehr Kraft und Schaden. Hier, Damage. Ob ich die Tiele kurzzeitig in die Luft heben muss. Ah, kann ich schaden. So, komm, Subject Zero. Zack. 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 Ziehen. Dauer. Zack. Und zack. Und Warp oder die Warp-Muni? Ist wahrscheinlich relativ egal. Oh, wir haben ja nur noch 5 Punkte. Guck mal an. Dann packen wir noch. Machen wir es noch so. Meine Damen und Herren, es ist Kampfabend in der Alex Arsenal Arena. Diese Musik ist so episch, wenn ich das mal so anmerken darf. Disruptor Money. Warp Money. Entschuldigung. La. Da ist noch einer. Da war noch einer. Oh, bin getroffen.
Könnt ihr ja mal eine Granate reinschmeißen. So. So. Voll daneben. So. Und so. Muni. 5, 4, 3, 2, 1. Runde 2. So, Deckung mal hier gesucht. So, hä? Wollte ich aber gerade sagen. Ein Atlas! Mensch. Verbrennung und nimm mal eine Haftgranate. Ich prügel dir die Süßigkeiten aus dem Leib. Jack hat ihren Jargon geändert. Ist das denn Stress wert? Schnauze. Wer sagt, dass ich von Ihnen rede? Wenn es einen Gott gibt, dann würde sie genau so klingen. Ein großes, tiefes Boah. Das einem sagt, dass alles in Ordnung kommt. Danke fürs Vorbeikommen. Kein Thema. Das war's absolut wert. Das hat Spaß gemacht. Gut. Ich habe das jetzt als erstes gemacht, weil ich nicht weiß, ob man, wenn man sich mit den Leuten noch nicht getroffen hat, ob man dann sie vielleicht nicht zur Party einladen kann. So wie Jack etc. Und jetzt haben wir eigentlich soweit alles erledigt. Ich gucke jetzt noch mal im Quartier, im Apartment, ob wir noch neue Nachrichten haben. Hier sollte ja jetzt alles erledigt sein mal wieder. Genau, das waren nur die zwei. Da gucken wir noch mal auf unser Terminal. Sie haben eine neue Nachricht. Ah ja. Wer will sich da jetzt mit uns treffen? Schubdi-dubdi-du. Hopp. Es sind mehr. Bisschen abhängen. Die Normandy liegt also im Trockendock. Das ist die perfekte Gelegenheit, um abzuhängen und ein bisschen Ärger zu machen. Wir treffen uns vor der Arcade auf der Hauptebene, falls Interesse besteht. Jacob. Cool. Offizielle Stellungnahme erforderlich von Hauptquartier C-Sicherheit. Bericht. Blablabla. Commander Shepard, aufgrund eines Vorfalls mit einem als Grunt identifizierten Groganer ist Ihre Anwesenheit vonnöten. Weitere Einzelheiten erhalten Sie von dem C-Sicherheitsoffizier, der auf dem Silver Sun Strip patrouilliert. Officer Johnson, C-Sicherheit, Abteilung Kommunikation. Beauty Ball Freundschaftsspiel. Aha. Shepard, die Seattle Sorcerers bestreiten ein Beauty-Ball-Spiel gegen die Usara Maestros. Das wird bestimmt episch. Sie haben seit kurzem ein Apartment mit einem schicken Videobildschirm. Zufall? James und ich sind anderer Ansicht. Sie stellen die Couch und wir sorgen für Erfrischung. Geben Sie uns einfach Bescheid. Ach, cool. Wie wär's mit Ausgehen und normal sein? Kaida,
Wissen Sie, was Sie brauchen, Shepard? Einen Abend, wo Sie einfach nur rumhängen und versuchen, ein paar Stunden lang normal zu sein. Wir könnten was essen und danach gehen wir runter zum Strip oder sonst irgendwas. Geben Sie mir Bescheid. Essen nachholen von Com-Spezialistin Samantha Traynor. Danke, dass Sie sich mein Duell mit Tesusa angesehen haben. Das mit dem Mittagessen tut mir wirklich leid. Wir sollten es nachholen. Sagen Sie mir, wann Sie Zeit haben, dann komme ich vorbei. Gut, können wir wieder Leute ins Quartier holen? Wahrscheinlich wieder 3 Stück. Cortez, Kaidan und Traynor. Und draußen wollen sich auch wieder ein paar mit uns treffen. Okay, machen wir in der nächsten Folge. Wie gesagt, die Party werde ich, glaube ich, später schmeißen. Erstmal so hier mit allen abklären und dann feiern wir hier dick ab. Okay, so machen wir das. In der nächsten Folge geht's hier weiter. Dann laden wir Traynor, Kaidan und Cortez in unser Quartier ein und gucken mal, was Grunt so getrieben hat und überhaupt und sowieso. Bisher sage ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst mir einen Daumen da und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.